Hey Leute, hier ist ein ganz witziger Filmfehler aus dem Film Die Unfassbaren, der erste Teil. Achtet mal gleich auf die Leute, die die Treppen runterlaufen wollen im Hintergrund. Jetzt gleich. Den Merzer war gekauft, die hat Tressler angeschleppt, um den Saal vollzukriegen. Aber raten Sie mal, wer da war, weiter hinten und den ganzen Mist gefilmt hat. Keine Ahnung. Thaddeus Bradley. Thaddeus Bradley, der Typ aus dem Fernsehen mit den DVDs und den Shows. Habt ihr es gesehen, was passiert ist? Lässt sie auffliegen.